Hallo zusammen, ich möchte Sie einladen, unserem ersten Gespräch auf Deutsch zuzuhören. Vor einem halben Jahr war ich in Leipzig und habe zusammen mit Genossen der kommunistischen Organisation am 1. Mai an der Demonstration teilgenommen und dann habe ich beschlossen, dass ich Deutsch lernen möchte, um die Zusammenarbeit mit Genossen aus Deutschland zu entwickeln. Ich muss noch viel lernen, aber da wir in zwei Tagen den Jahrestag der Oktoberrevolution feiern, ist es höchste Zeit, unseren ersten Film auf Deutsch aufzunehmen. Ich bin hier mit Monika Karbowska. Guten Tag an alle Genossen. Der ich ein paar Fragen stellen werde. Monika, kannst du uns etwas über die berühmten Proteste gegen Macrons Herrschaft erzählen, etwa die Gelbwesten und die jüngsten Proteste gegen die Rentenreform? Guten Tag an alle Genossen. Danke, Michał. Ich werde mich erstmal kurz vorstellen. Also ich heiße Monika Karbowska, ich habe Deutsch in den 80er Jahren in Westdeutschland in Köln gelernt. Seit langer Zeit lebe ich in Frankreich, ich bin Polin, aber ich lebe 30 Jahre lang in Frankreich, seit 1992. Und ja, ich habe auch lange Zeit nicht mehr Deutsch gesprochen, aber ich begrüße sehr, dass mein Genosse Michał Deutsch lernt und dass wir jetzt zu euch, zu deutschen Genossen, jetzt Deutsch sprechen werden und die Informationen aus Polen und aus Frankreich auf Deutsch Ihnen geben werden. Also du wolltest über die Gelben Westen Gelbe sprechen. Gelbe Weste, ja. Rentenreform, aber du möchtest sagen, viele Sachen aus Frankreich. Es gibt viele Sachen, die wir Ihnen erzählen können über unsere Erfahrung als Migranten, als Arbeiter in Frankreich. Das ist auch eine sehr lange Zeit. Aber zu den Gelben Westen. Erstmal, wir werden den 5. Jahrestag, 5. Jahre feiern der Gelben Westen. Ja, am 19. November werden wir das feiern. Die 17. Nein, das war in 2018. Das sind 5 Jahre her. 17. November. 17. November, ja. 2018. 18, ja. Also es wird schon eine, ich weiß es schon, dass es eine Demonstration geben wird auf dem Champs-Élysées. Die Gelben Westen haben es schon verbreitet, diese Information auf Facebook, dass es eine Demonstration gibt, die ich glaube am Morgen anfängt. Wo wissen wir nicht exakt, aber es war immer so mit den Gelben Westen, dass wir niemals wussten, wo es anfängt, damit die Polizei es auch nicht sehr schnell weiß, sie auch. Also, wie du dich erinnerst, Michał, wir waren zusammen in den Gelben Westen, in den Protesten. Als diese Protesten gefangen hatten, Ich protestiere in dritten Mobilisation Gelben Westen, weil ersten und zweiten ich protestiere nicht. Ja, du weißt, nein, wir waren danach, das stimmt. Ihr müsst euch vorstellen, als deutsche Genossen, dass die Gelben Westen so am 17. November angefangen hatten, aber als Protest gegen die höheren Preise, die eine spezielle Steuer, sozusagen ökologische Steuer, auf die, nicht die Autos mit Benzin, aber die Autos mit Petroleum. Und das war erstmal, darum die Gelben Weste. Die Gelben Weste, die alle in den Autos haben müssen. Und erstmal, die Leute, die diesen Protest, sagen wir, auf dem Facebook
inszenisiert haben. Die haben appelliert, um diesen Protest zu verwirklichen. Die haben nur gesagt, dass eigentlich die gelbe Weste auf dem auf der ersten Scheibe, auf der, in der Scheibe der Auto gelegen sein muss, und so können wir signalisieren, dass wir protestieren. Aber sehr schnell sind die Leute auch nach Paris gegangen. Warum? Auch weil eigentlich die Champs-Élysées sind verboten für die Demonstration. Aber die Franzosen waren sehr wütend, dass man auf den Champs-Élysées protestieren, sagen wir mal, marschieren darf, wenn es um Fußball geht. Weil das war diese Frankreich hatte gewonnen im Fußballspiel, du erinnerst dich, in Juli. Und da dürften die Leute auf den Champs-Élysées gehen, mitten in Paris, aber um zu protestieren nicht. Und da hatten plötzlich hat das französische Volk diese Leute, wir wissen nicht exakt, wer das war eigentlich, das war spontan. Es, natürlich, danach gab es mehrere Figuren, die gekommen sind, Leute, Frauen, Männer, die eigentlich wie sozusagen einige Lieder geworden sind. Aber erstmal gab es keine Lieder. Das war eigentlich ein spontaner Protest. Und plötzlich sind die Leute auf diesem 17. November zu diesen, sie haben versucht, zu Champs-Élysées zu gehen. Ich war am ersten Protest nicht da, aber ich war am zweiten Protest am nächsten Samstag da, am 24. November. Und am 24. November habe ich gearbeitet den ganzen Tag. Und in meiner Arbeit habe ich die Informationen schon verteilt. Das heißt, es gab eine große Propaganda gegen den Protest im Fernsehen. Und wir haben versucht, natürlich auf unserem Facebook-Profilen die Wahrheit über die Protesten zu senden. Und so hatte ich schon, ich hatte schon einige Genossen, Kommunisten vom PRCF, die dort waren. Und die haben mir die Informationen geschickt und ich habe die Informationen weitergeschickt. Und am Ende des Tages, am 24. November, nach meiner Arbeit, und das war um 7 Uhr am Abend, ja, da bin ich hingegangen zum Champs-Élysées. Und da habe ich wirklich schon teilgenommen an diesem Protest. Das war wirklich eigentlich sehr seltsam, weil es nicht so viele Leute gab. Aber das war, die Leute waren sehr wütend. Und die haben auch, und es gab auch sehr viele Kämpfe mit der Polizei, schon am 24. Und da habe ich viel mit den Leuten gesprochen. Was mir sehr schnell aufgefallen ist, ist, das war wirklich, das waren arme Leute, Proletarier, aber das waren weiße Leute, nicht das Migrantenproletariat aus Frankreich, aber richtig diese armen Weißen, die waren da. Es gab einige Leute aus den Antillen, da habe ich mit denen gesprochen. Aber ansonsten, das war ein Protest nur aus Leuten, die nicht aus der Vorstadt kamen, aber wirklich aus der sozusagen ärmeren Mittelschicht aus Frankreich. Und wir haben sehr viel zusammen gesprochen. Und da habe ich gesehen, dass es Leute waren, die nicht politisiert waren, die eigentlich nichts wussten über Marx, über Klassenkampf, über Kapitalismus. Aber die waren sehr wütend gegen das System. Und das hat mir sehr schnell aufgefallen. Und ich erinnere mich, da habe ich mehrere Stunden verbracht mit diesen Leuten, halb sprechend, halb laufend, weil die Polizei uns mit den Gasen attackiert hat. So mussten wir in den kleinen Straßen, weißt du, weglaufen. Und danach sind wir zurückgekommen und danach hat uns die Polizei wieder gejagt. Und es war so ein sozusagen Spiel zwischen uns und die Polizei. Und wir waren nie sehr viele, das waren mehrere Tausende vielleicht, aber nicht Zehntausende, wenn ich sage mehrere Tausende, 2.000 oder 3.000. Die große Demonstration war schon beendet. Und ich erinnere mich, dass ich zu Fuß danach sehr lange zu Fuß laufen musste, weil die Polizei mehrere Metrostationen schon geschlossen hatte. Und ich musste bis zum Saint-Lazare durch die Grand Boulevard gehen. Die halbe Nacht bin ich mit meinem Fuß
gegangen, um einen Bus zu finden, einen Nachtbus, um mit dem Nachtbus nach Hause zurückzukommen. Und dann am dritten Mal waren wir zusammen, glaube ich, weil danach die Gelben Westen haben entschieden, dass es jeden Samstag eine Demonstration geben wird. Und sogar manchmal gab es Demonstrationen mitten in der Woche. Natürlich konnten sehr viele Leute nicht zu dieser Demonstration mitten in der Woche gehen, weil die Leute arbeiten. Wir haben weitergearbeitet, wir mussten arbeiten. Wenn wir nicht arbeiten, dann können wir das Haus nicht bezahlen und wir werden auf der Straße finden. Wir werden ohne Haus. Und was auffallend war, ist auch, dass die Leute nicht, die Leute wollen alles sofort ändern. Und Macron natürlich, allez le chercher. Das heißt, eigentlich ihn verjagen aus dem Palais de l'Élysée. Sie wollten wirklich Macron zerstören. Es gab eine sehr große Wut auf Macron. So eine Wut, die nicht viel mit dieser Steuer, Benzinsteuer zu tun hatte. Das war eine ganz große Klassenwut seit vielen Jahren, vielleicht aus vielen 10, 20 Jahren, weil der Neoliberalismus in Frankreich, das sind schon 30 Jahre, 20 Jahre, das sind große Klassenkämpfe seit 20 Jahren, in 2005, 2006, in 1995, die ganze große alte globalistische Bewegung, die nichts gegeben hat, die Kämpfe gegen Sarkozy, die Kämpfe gegen die Loi Travail, das heißt diese Zerstörung der Arbeitsrechte, wenn Macron Ökonomieminister war, in Regierung von Hollande. Und das alles hat diese Gelben Westen gemacht. Das heißt, eine ganze, so wie die Wut, als die Wut sich lange Jahre versammelt hätte und plötzlich explodiert hatte. Und jede Woche, jeden Samstag gab es diese Demonstrationen. Sie waren auch mit Blockaden verbunden, Blockaden der Straße drumherum Paris, Peripherie. Es gab auch Blockaden auf den Autobahnen. Und es gab natürlich eine sehr große, große Repression der Polizei mit den Tiergasen. Danach hat die Polizei die Leute, wie sagt man das, herum blockiert und hat die sogenannten explodierenden Grenaden drinnen geworfen. Und so haben die Leute die Hände verloren. Danach gab es diese Pistolen, mit denen die Augen der Leute zerstört wurden. Es gab eine sehr, sehr große Repression. Das war eigentlich ein Kampf gegen diese Polizei. Und die Polizei war jeder Samstag immer mehr wütend, immer mehr wild. Und am 7. Dezember habe ich verstanden, weil eigentlich jede diese Demonstration war verboten. Plötzlich haben die Gelben Westen nicht mehr um die sogenannte Autorisation, das Recht, weil wir in Frankreich, wir müssen das Recht der Polizei fragen, um eine Demonstration zu machen. Und natürlich, das ist nicht Menschenrechte, aber es ist so. Und die Gelben Westen haben nicht mehr um das Recht gefragt. Sie haben nur einfach die Demonstration gemacht. Und am 7. Dezember habe ich verstanden, dass die Lage eigentlich gefährlich ist. Dass wir wirklich durch die Polizei getötet werden können. Dass eigentlich die französische Bourgeoisie keine Hemmungen hat. Sie ist wirklich in der Lage, die Leute zu töten, so wie in der Pariser Kommune. Plötzlich hatte ich das verstanden. Ich erinnere mich hier in meinem Zimmer. Ich habe mit unseren Freunden, mit unseren Genossen im Telefon gesprochen am Freitag. Und ich war bereit. Ich arbeitete nicht am Samstag, am 7. Dezember, und ich wollte zur Demonstration. Und da habe ich verstanden, dass es eigentlich ein richtiger Straßenkampf ist, wirklich auf den Straßen. Auch eine Sache, was wichtig war, ist, dass wir als Leute, die in Paris wohnen, wir kennen die Stadt sehr gut.
Und viele Leute aus den Gelben Westen kamen aus der Provinz, kamen aus anderen Städten, aus Dörfern. So, die kannten die Straßen nicht. Und es war sehr leicht für die Polizei, sie einfach zu fangen und sie sofort zur Polizeistation zu nehmen, sie gefangen nehmen. Obwohl natürlich, das ist alles illegal, aber die französische Polizei, das rührt sie nicht, dass etwas legal oder illegal ist. Und ich kann mich erinnern, dass ich viele, viele Zeit verbracht habe mit einer Mappe, mit einem Plan von Paris. Und ich habe den protestierenden Gelben Westen, weil wir die Gelben Westen immer auf uns hatten, so konnten wir uns auch erkennen, dass wir Protestierenden sind. Ich habe denen gezeigt, wie wir durch die kleinen Straßen durchgehen können, damit wir in der Nähe des Palais de l'Élysée ankommen, bevor die Polizei uns verhindert. Und so war es eigentlich 6 Monate lang. Wir haben uns mehrmals getroffen. Du hast Lives gemacht mit deinem Telefon. Und wir haben auch sogar polnische Genossen hier eingeladen, damit sie kommen und mit uns protestieren. Wir hatten 2 oder 3 polnische Freunde, die gekommen sind. Und das war jeder Samstag, manchmal sogar mitten in der Woche. Und das war wirklich eine revolutionäre Atmosphäre. Wir wussten, dass etwas sich ändern muss. Und es gab auch sehr viele, es war wirklich eine revolutionäre Atmosphäre. Ich kann mich erinnern an diese Leute, die in einigen Autos in Brand gesetzt hatten oder die Luxusrestaurants in den reichen Vierteln. Und ich muss sagen, dass für mich, obwohl ich eigentlich gegen Zerstörung bin, eigentlich es hat mir gefallen, weil wir mussten den reichen Leuten zeigen, dass die Proletarier wütend sind. Wenn die Proteste zu pazifistisch sind, dann die Bourgeoisie hat keine Angst. Du musst ein bisschen deine Stärke zeigen, damit die Bourgeoisie ein bisschen Angst hat. Und ein Autos in Brand setzen oder ein Luxusrestaurant wie Phuket, das waren nicht wir, aber es waren Leute, die das gemacht haben. Vielleicht, das waren auch Provokationen der Polizei. Es ist möglich, weil es gab auch sehr viele Polizei drinnen in den bei den Protesten, natürlich. Aber die Polizei konnte uns, sie hat versucht, die einigen Leaders zu manipulieren. Aber sie konnte nicht die Proteste verhindern, weil die Wut der Leute war sehr, sehr stark. Und die Wut auf diese Armut auch, die wir leben. Ich habe Leute getroffen, die 300 Euro haben, um zu leben. Und seit Jahren gibt es diese Situation. Und so hat es gedauert bis zum Juni. Sogar vielleicht bis Mai oder Juni. Wir waren auch sehr müde danach. Weil natürlich, wenn du so kämpfst, dann bist du auch müde. Das ist auch physisch. Und wir sind auch weiter zu unserer Arbeit gegangen. Und ich war nicht enttäuscht, weil viele Leute sind jetzt enttäuscht und sagen, es hat nichts gegeben und so weiter und so fort. Ich denke, dass es eine neue Solidarität im Klassenkampf gemacht hat in Frankreich. Mehr Leute sind bewusst, sie haben ein Klassenbewusstsein erobert. Und das kann man auch sehen bei diesen Publikationen, die wir jetzt haben. Es gibt immer diese Gilets Jaunes, Gelben Westen Gruppen auf Facebook. Und ich jetzt natürlich, wenn es um die Sachen wie die Krieg im Ukraine gibt oder Krieg gegen Palästina, jetzt sehen wir, dass viele Leute aus den proletarischen Schichten in Frankreich jetzt ein neueres politisches Bewusstsein haben und eine größere Solidarität. Natürlich, die Zeit war zu knapp, weil danach gab es diese Covid-Sachen, die Proteste liquidiert hatten. Und wir konnten uns nicht mehr versammeln und wir hatten keine Zeit, Gruppen oder Organisationen zu bilden. Wir haben versucht, Organisationen zu machen, aber wir hatten keine Zeit. Ich bin zu einigen Versammlungen gegangen,
Und in diesen Versammlungen wollten wir eine Organisation, wie sagt man das, machen, aber wir haben es nicht geschafft, weil wir keine Zeit hatten. Danach gibt es diese Covid-Diktatur, für mich war das eine Diktatur, und wir konnten uns nicht mehr versammeln. Und so war eigentlich die Gelbe Weste-Bewegung, ich würde nicht sagen zerschlagen, aber sie wurde, wie soll ich das sagen, sie wurde zerschlagen, sie wurde stillgemacht. Natürlich gibt es dieses Potenzial immer, diese Leute sind immer da, aber wir sind zu müde, um wieder einen solchen Protest zu machen. Jetzt, wenn wir einen Protest machen werden, dann wollen wir bis zum Ende werden und die Macht erobern. Hast du verstanden, oder? Vielen Dank. Es war nicht so einfach. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich möchte sagen, du hast sagen für Atmosphäre. Ja. Ich denke, dass ich kann teile Gelbe West Protesten drei Teilen. Ersten Teil. Ich denke, das ist zweiten Demonstration. Das ist Atmosphäre, Hoffnung, Naivität und andere Teil ist Atmosphäre Dezember. Das ist Atmosphäre echte Revolutionär. Das ist Moment in Frankreich 8% der Bevölkerung Frankreich unterstützen diese Proteste und Macron hat keine Ustępstwa hat keine Prima. Er hat nichts gegeben, er hat den Leuten nichts gegeben. Usanfa, ich will regarder. Dezember ist Moment, wenn startet. Sehr große Repression, Polizeirepression gegen Gelbe West. Und dritten Teil ist Angst, ist Desesperation. Verzweiflung, Verzweiflung. Ja, die Leute waren verzweifelt. Die Gelben Westen waren verzweifelt oder die Bevölkerung? Ja, die Bevölkerung, denkst, ja. Das Polizeiterror sehr viel groß und das ist Januar, Februar, Monate sehr Du meinst, dass es kalt war? Kalt. Ja, es war sehr kalt. Sehr ja. Kalt und Polizei jeden Tag schlossen ja. Leute und ja. Mit kaltem Wasser
Vergossen hat sie kalten Wasser und die Gasen natürlich. Und die Gasen und die Granaten, ja. Und viele, viele Repression. Und ich war an jeder Demonstration Premier 1. Dezember nach 18. Mars. 18. Mars. Jeden Samstag ich war immer mit gelbe Weste. Warum ich war nicht am 1. und 2. Das ist Schuld Linke in Frankreich. Ja, 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 du hast recht. Ich lese le Zeitung, die Frankreich Linke. Und in dieser Zeitung ist geschrieben, das ist die faschistische Bewegung, extrem recht, Antisemit. Und ich werde sagen, dass die französische Gewerkschaften und französische linke Organisation sind sehr gegen gelbe West am Anfang. Ja, das stimmt, du hast recht, ich hatte das vergessen, um das zu sagen. Es stimmt, dass die am Anfang die kommunistische Partei, die Partei von Mélenchon und die Gewerkschaften waren dagegen eigentlich. Sie haben die Leute sogar beschimpft, dass die gelben Westen Rassisten sind. Natürlich, das waren normale Leute in Frankreich. Es gibt auch Rassisten in Frankreich. Und es war sehr, der politische Bewusstsein der Leute war abhängig von den Regionen, von denen sie kamen. Wenn die Leute kamen aus einer Region, wo es mehr recht war, da waren die mehr recht. Mehr gegen sozusagen Migration. Wenn die Leute kamen aus Regionen in Frankreich, die mehr Linken sind, da waren Leute mehr Linke. Das war immer so. Aber ich muss sagen, dass nach den Cahiers d'Oléances, das heißt, die Cahiers d'Oléances, das waren diese Heften, Klageheften, so wie in den französischen Revolutionen. Die gelben Westen haben entschieden, dass auf den Protesten auf den Straßen, die Blockaden auf dem Rond-Point, an den Zirkeln in den Straßen, dass die Leute diese Klageheften anschreiben können. In diesen Klagenheften, das waren normale Heften, so wie dieser, haben die Leute geschrieben, was sie wollen. Und bei dem Schreiben haben die Leute auch verstanden, dass das Problem, das sind nicht Migranten, Afrikaner oder was ich weiß, oder Islamisten oder Musulmanen, dass das Problem ist eben die Bourgeoisie, die Elite, und dass es keine Arbeit in den Fabriken gibt in Frankreich, weil es keine Fabriken gibt, weil alle diese Fabriken wurden delokalisiert in anderen sozusagen ärmeren Ländern, nach China oder Osteuropa, dass das Problem ist nicht die andere Arbeiterklasse in anderen Ländern, aber das Problem ist die französische Elite. Das Wort Bourgeoisie wurde nicht benutzt, weil das sind zu marxistische Worte. Aber die Worte wie Elite, wie die Dominanten, solche Worte wurden benutzt. Und die Clique, die Mafia, so wurde es gesprochen über die französische Bourgeoisie. So, wenn die Bourgeoisie als Mafia beschimpft wird, dann eigentlich sind wir in einem revolutionären Klassenkampf, weil Mafia, das ist kein positiver Wort. Und in diesen Klassenheften, bei der Redaktion der Klassenheften, den Klageheften, konnten wir diskutieren. Und bei der Diskussion konnten wir sehen, dass die Protestierenden immer mehr verstehen über diese Klassenzusammenhänge.
Natürlich haben wir auch Kameraden gehabt, so wie unser Professor Bruno Drwenski. Der hat eigentlich ganze Lektionen, Unterricht gemacht, marxistischer Unterricht auf der Straße. Er hat alles erklärt den Leuten, die geopolitischen Zusammenhänge, die Rolle der Europäischen Union in der Unterdrückung der Arbeiterklasse, das war sehr wichtig. Und es gab sehr schnell Franzosen, die das verstanden haben, dass eigentlich, wenn diese Leute wollen, diese Franzosen mit ihren Flaggen, französischen Flaggen wollen, dass das Land unabhängig wird, es muss, Frankreich muss aus der Europäischen Union rausgehen und da die Arbeiterklasse muss die Macht nehmen, um diese Sachen auch zu machen. Eigentlich die Bourgeoisie wird niemals aus der Europäischen Union rausgehen, weil die Europäische Union die für die Bourgeoisie, für die Interessen der Bourgeoisie ist. Sagen wir, mehrere Monate dauerten, bis die protestierenden Gelben Westen zu diesem Bewusstsein kamen. Bis sie zu diesem Bewusstsein kamen, waren die Gewerkschaften eigentlich dagegen, gegen die Protesten. Aber wenn die Gewerkschaften und die Kommunistische Partei sah, dass die Proteste nicht aufhören, dass die nicht stoppen, dass das alles weitergeht, dann sind einige Kameraden gekommen. Natürlich nicht die französischen, die Abgeordnete, aber einige Aktivisten aus der Kommunistischen Partei schon gekommen. Die Aktivisten vom PRCF, Pôle de Résistance Communiste, sie sind gekommen schneller, sie sind gekommen schon im Dezember, würde ich sagen. Und danach, je mehr der Protest dauerte, je mehr haben wir Aktivisten aus der Linke gesehen. Natürlich wollten die Gelben Westen nicht, dass die Parteien ihren Fahnen mitbringen. Die wollten, eigentlich war nur, manchmal gab es sehr seltsame Fahnen, es gab die französische Fahne. Die französische, das war mehr als ein revolutionären Zeichen, weil es gab viele Referenzen in den Köpfen der Leute über die französische Revolution. Nicht über Marxismus, weil Marxismus seit 30 Jahren denigriert ist. Viele junge Leute wussten nicht mal, dass die französische kommunistische Partei stark war in der Geschichte. Sie wussten nichts, dass viele junge Leute wussten nicht mal, dass die soziale Einrichtungen, die wir noch in Frankreich haben, so wie die Sécurité sociale, die Versicherungen, das alles wurde bei der französischen kommunistischen Partei gemacht. Vielen jungen Leuten mussten wir das erklären eigentlich. Und deshalb war es auch so wichtig, auf der Straße zu sprechen. Das Wichtigste war, mit den Leuten zu sprechen und ihnen erklären, wie eigentlich die Klassenzusammenhänge sind. So? Bist du einverstanden? Ja, ich habe andere Fragen für dich, aber ich denke, dass ich muss kontinuiert in anderen Video das Diskussion für Gelbwesten. Deshalb, das ist sehr, sehr interessant. Eine Pause? Machen wir eine Pause? Nein. Keine Pause. Arbeit. Revolution, Arbeit. Ich werde ein bisschen Tee trinken. Ist keine Pause. Dies ist unser erstes Gespräch und heute werden wir verschiedene Themen ganz allgemein besprechen und die nächsten Videos werden detaillierter sein. An dieser Stelle ermutige ich jeden, Fragen in den Kommentaren zu stellen oder mir per E-Mail zu schreiben.
Monika, meine nächsten beiden Fragen betreffen den Krieg in der Ukraine. Können Sie über Ihren Aufenthalt in Odessa im Jahr 2014 sprechen und etwas über die Haltung der französischen radikalen Linken gegenüber diesem Krieg sagen? Konkret, warum unterstützen die Kommunistische Partei Frankreichs und verschiedene trotzkistische Sekten die Osterweiterung der NATO? Ich komme. Ich werde Ihnen... Oh. Na, erstmal die Donbass-Frage. Ich sage, die Donbass-Fahne für alle, um zu zeigen, diese Fahne kommt aus, ich habe sie aus Moskau in 2015 habe ich sie bekommen, von Kameraden bekommen. Also, warum? Das ist eine ganz große Frage. Also erstmal werde ich nur erzählen, wie ich bin nicht zum Donbass gegangen, aber ich bin nach Odessa gegangen. Ich bin nach Odessa gleich nach dem Massaker vom 2. Mai 2014 gegangen. Wie das stattgefunden hat, dann werde ich das kurz erklären. Also im 2013, im Frühling, ich war eingeladen auf eine große Konferenz eines Netzwerkes, eigentlich eines trotzkistischen Netzwerkes, der heißt RedMed, Rotes Mittelmeer. Und dieses Netzwerk, sehr interessant, das sind sehr gute Kameraden, wurde gegründet bei zwei Parteien. Die griechische Partei EEK, Ergatiko, Eleniko Koma, dessen Leader Savas Matsas ist. Savas Matsas spricht sehr gut Französisch und deshalb haben wir auch sehr schnell sympathisiert. Das war in 2011 sogar, 12. Und Şungur Şavran von der Partei DİP, der türkisch ist. Und diese beiden Männer haben ein Netzwerk gegründet mit verschiedenen Parteien drumherum das Mittelmeer. Im Osteuropa auch in Russland. Die sind auch unifizierte kommunistische Partei Russlands verbunden und mit einer sehr guten Genossin Daria Mitina. Und wir haben zusammengearbeitet, um eine neue Internationale zu gründen. Damals, das war mein Ziel. In 2013 haben wir in dieser Versammlung in Athen, in Griechenland, Genossen aus Odessa, aus Ukraine getroffen. Diese Genossen kamen aus der Organisation Protiv Tschetschenie. Das war eine kleine marxistische, bisschen trotzkistische Gruppe, aber keiner Westtrotzkismus. Weißt du, da Trotzki aus Odessa war, das war mehr eine Gruppe, die eigentlich den Marxismus neu gründen wollte in der liberalen, neoliberalen Ukraine, neoliberalen, total oligarchischen Ukraine. Und das waren diese zwei Genossen, die sind nach Griechenland gekommen. Damals, das war vor dem Maidan, haben wir nur einfach gesprochen über Osteuropa, als Osteuropa, ich war als Polin, und wir haben über die Lage Osteuropas gesprochen. Danach kam der Maidan, und der Maidan, das war ein richtiger Putsch, wie wir wissen, eine Color-Revolution, die durch die Amerikaner und durch die deutsche Stiftungen, große Rolle der Adenauer-Stiftung und Ebert-Stiftung in dieser, würde ich sagen, manipulierten Aufstand war. Und wenn der Maidan stattfand, da war ich in Frankreich im Dezember und auch in Polen. In Polen können wir uns erinnern, dass wir vieles von dem Maidan im Fernsehen gesehen haben. Und ich habe sofort, wie viele Polen, wie fast alle Polen, haben wir erkannt, die Extremrechte, die Banderisten, haben wir sie sofort gesehen eigentlich. Das war sogar im Fernsehen gezeigt, mit ihren Fahnen, mit ihren speziellen Frisuren, wissen wir, Chochowila, die speziellen Frisuren der Männer, das alles zeigte, dass es eine extreme Rechte gab
in Ukraine, was eigentlich verschieden war vor den früheren Color-Revolutionen, so wie die Orangen-Revolution, die eigentlich alles liberal war. Da konnten wir sehen, dass es eine Extremrechte gab. Wenn ich zurück nach Frankreich kam im Januar, habe ich sofort meinen Kameraden aus der Linken, aus den NPA, französischen Trotzkisten, ich hatte sehr viele Kameraden drinnen, zu den Kommunisten, habe ich sofort gesagt, dass was in Ukraine passiert, sehr schlecht ist. Weil das alles geht zum Krieg. Das war eigentlich für alle Leute, die aus Osteuropa sind, das alles war sehr gefährlich. Natürlich haben die Franzosen das nicht verstanden. Wir müssen uns erinnern, dass in Frankreich, im Gegensatz zu Deutschland, sehr wenig Leute Russisch sprechen, sehr wenig Leute überhaupt einen Unterschied machen zwischen Polen, Russland. Viele Leute wussten nicht mal, wo Ukraine auf der Mappe ist. Die wussten nicht mal das. Das ist richtig, weil die Franzosen nicht sehr gut in Geografie sind. Also, und Ukraine, da, keiner hat über Ukraine vor dem Krieg etwas gesagt. Und plötzlich gab es diese Bilder. Natürlich, die französischen Medien haben über Revolution gesagt. Und wir in Osteuropa, sogar Leute, die polnische Rechte waren, wussten, dass das sehr gefährlich ist, dass es extrem ukrainische Faschisten in dieser sogenannten Revolution gibt. Und danach, wie ihr wusst, alles wurde sehr schnell. Der Putsch wurde finalisiert am 21. Februar. Da kam Poroschenko und Jazenjuk. Sehr schnell wurde das Referendum in Krimea organisiert und Krimea kam zurück zu Russland. Und es gab diese internationale Spannung, die eigentlich sehr schnell zum Krieg führen konnte, die eigentlich zum Krieg geführt hat. Ende März 2014 war ich wieder in Griechenland zu dieser Treffen der Red Med Netzwerk. Und da habe ich wieder die Genossen aus Odessa gesehen. Einer Genosse, ich werde den Namen nicht sagen, weil er jetzt in Russland ist, ein sehr guter Genosse hat uns erzählt, wie den Anti-Maidan, also die Protesten gegen den Maidan, in Odessa stattgefunden hatten. Das waren alles friedliche Proteste, pazifistische Proteste. Odessa war eine Stadt, die eigentlich eine Intelligenzia-Stadt, eine reiche Stadt, eine natürlich russische Stadt, russisch sprechende. Und sie waren eigentlich sehr, wie sagt man, sie waren nicht mal vorbereitet auf das alles, was im Maidan in Kiew stattgefunden hat. Ihr müsst euch auch vorstellen, viele Deutsche wissen das, aber Franzosen sind nicht mal bewusst, dass zwischen Odessa und Kiew, ich denke, dass es 700 Kilometer ist. Und Ukraine ist so riesig. Warte. Erste Entscheidung, neue faschistische Regierung in Kiew. Das war der Verbot der russischen Sprache. Ja, aber das war nicht mal, weißt du, in Odessa, in 2014, die Leute waren nur erstaunt, weil das war nicht möglich. Wie kann man eine Sprache verbieten? Das ist nicht möglich eigentlich. Mehr als die Hälfte der Ukraine spricht Russisch. Für die Leute, das war nur eine, wie soll ich das sagen, das war ein Zeichen, dass man zum Krieg geht. Weil natürlich keiner hat das respektiert. Nicht mal die Ukrainisch Sprechenden, die eigentlich nicht, es gab keine Ukrainer in Odessa. Ukrainisch sprechende Leute gab es nicht in Odessa in dieser Zeit. Das kann ich dir wirklich sagen. Nicht mal du, keiner kannte Leute, die Ukrainisch sprechen in Odessa. Alles war nur Russisch und selbst wenn ich auf der Straße war, auch mit meiner Freundin Eva, die auch eine polnische Kommunistin, wir wurden sofort als Bulgarierin identifiziert oder Serbinnen oder Russinnen. Eva sprach besser Russisch als ich. Keiner dachte, dass wir Polinnen sind oder Ukrainerinnen. Ukrainerinnen gab es nicht. Leute aus Ukraine, das waren Leute, die aus dem Dörfer kamen. Manche Dörfer in der Nordukraine sprechen Ukrainisch. So wie eine regionale Sprache, weißt du, wirklich eine lokale Sprache. Für Odessa, die eine ganz große Stadt, die eine sehr schöne Stadt ist, eine historische Stadt, eine revolutionäre
statt. Der Bewusstsein, dass Banderisten kommen können, das war nicht mal denkbar, weißt du. 2014, Zelensky, nichts sprach. Ja, Zelensky sprach nicht mal Ukrainisch, er sprach Russisch, wie alle eigentlich. Und er hat singen in russische Television. Ja, im russischen Fernsehen hat er gesungen, hat er Show gemacht und so weiter. Ja, natürlich, so wie gesagt, viele. In Odessa, also diese Kameraden aus Odessa haben uns über den Anti-Maidan gesagt, aber sie waren noch nicht so, sie waren besorgt, aber sie hatten keine Angst. Sie dachten nicht, dass es Krieg geben kann, weißt du? Das ist das Seltsame. Deshalb, als ich zurück von Griechenland kam, da war ich in, erstmal war ich in Ungarn, in Serbien, da haben wir hatten auch einen antifaschistischen Meeting in Budapest, weißt du? Das war beginnen von April. Und danach bin ich nach Tunesien gegangen. Und ich war in Tunesien, auch in Tunesien war ich bei kommunistischen Kameraden, wenn wenn die Leute, die Faschisten ermordeten 100 Leute in Gewerkschaftshaus in Odessa am 2. Mai. Ich habe das alles gewusst durch Internet, durch die russischen Voice of Russia, die Seite Sputnik gab es noch nicht, das war Voice of Russia, der arabischen Seiten, weil meine Kameraden aus Tunesien haben nicht von Arabisch auf Französisch alles übersetzt. Sofort habe ich nach Polen angerufen. Wir konnten nicht so die Ukrainer anrufen, das war nicht so möglich, weißt du. Ich habe meine Freundin in Polen angerufen, damit sie die Leute, unsere Kameraden in Odessa, anrief. Und sie hat das gemacht. Wir wussten, dass sie lebendig sind, aber dass andere Leute getötet wurden, dass sie tot sind. Andere Kameraden, Kommunisten aus Borodba, das haben wir sofort gewusst. Und so musste ich zurück, sehr schnell. Ich bin aus Tunesien, wo ich eigentlich arbeiten sollte. Ich sollte im Tourismus arbeiten, bin ich nicht geblieben. Ich bin zurück sofort nach Frankreich gekommen. Und so schnell wie möglich habe ich meine Reise nach Odessa organisiert. Und erstmal weil ich auch nicht so viel Geld hatte, so habe ich mit dem Geld, den ich hatte, sind wir zusammen mit der Freundin aus Polen, wir sind zusammen erstmal zu den Balkanen gegangen, zu Serbien, zu Bulgarien und aus Bulgarien, aus Varna, haben wir den Bus genommen, um nach Odessa zu fahren. Und in Odessa haben wir gesehen, was passierte. Wir haben Aktivisten getroffen aus dieser Gruppe Protiv Tschetschenie, wir haben Kommunisten getroffen, wir haben einfache Leute getroffen, die dort waren bei dem Massaker. Wir haben auch Journalisten getroffen und diese Leute haben eine ganz große Dokumentation versammelt. Auch alle diese Filme, die im Internet waren, es gab sehr viele Filme über diesen Massaker, weil die Kriminellen sich selbst filmten. Sie haben Leute eigentlich live getötet. Sie haben den Brand gesetzt, den Feuer gesetzt zum Gebäude und danach haben die Leute in diesem Gebäude geschlossen und haben alles gemacht, damit die Leute nicht weglaufen und danach, wenn die Leute versuchten wegzulaufen, wurden sie getötet. So wurde getötet Andrei Brajewski, der Sohn unserer Freundin Elena Radziechowska aus Protiv Tschetschenie. Und ich habe Elena getroffen, wir haben zusammen getrauert und wir haben entschieden, dass wir sofort Europa, alle die europäische Linke, müssen wir sie informieren über das, was passierte. Und sofort, nach einer Woche in Odessa, haben uns die Freunde, die Kameraden aus Protiv Tschetschenie gesagt, Monika und Eva, jetzt wird es sehr gefährlich. Die SBU hat gesehen, dass ihr da seid. Ich war nicht bekannt durch die SBU in dieser Zeit, aber nach einer Woche war ich schon bekannt. Und ihr müsst aus Ukraine weg. Wir sind trotzdem, wir haben den Zug genommen, weißt du, den Zug aus Odessa nach Lwów. In Lwów haben wir gesehen, wie viele Banderisten da waren, weil das waren
ganze Gruppen aus Private Sector. Wir haben den Bandera Monument gesehen. Das alles haben wir gesehen und sind wir sehr schnell weggelaufen. Ah, wo? Wo? Amandessa? Nicht nur, das ist ein Wurf. Lviv. Ah, Wurf, Lviv, wie sagt man das im Französisch? Lemberg. Lemberg ist, nein, Wurf, Lwurf, Lwurf, Lwurf. Ich bin Lviv, Lwurf. Also, weil du, wenn du nach Polen zurückkommst von Odessa, du musst durch Lwów-Lemberg kommen. Dein Zug kommt da und danach hast du einen anderen Zug oder einen Bus zu Przemyśl, zu der Grenze. Und das ist sehr in der Nähe, weißt du. Es gibt 30 Kilometer zwischen der Grenze und Lwów. Das ist wirklich sehr, sehr nah. Und das ist lustig, dass in deutschen Medien Breslau ist Breslau, Lemberg ist Lviv. Lviv, ja. Ja, so werden wir Lemberg sagen. Nein, ich, für mich, es gibt kein Breslau, es gibt nur Wrocław. Und ich habe kein Problem. Lwów kann Lwów sein, das Lviv, heißt. Lviv. Oder Lviv sein, Ukraine, Lwów und Russisch. Es kann auch Russisch sein. Russisch, Ukrainisch, das sind keine meine Sachen. Für mich, ich will diese Stadt in Polen nicht. Das ist keine. Die Grenzen, die wir in ich als Kommunistin aus Polen, ich denke, dass die Grenzen von Polen perfekt sind und wir sollen diese Grenzen niemals ändern. Das für mich, das sind die Grenzen der Volksrepublik Polen und das sind die besten Grenzen, die Polen je in seiner Geschichte hatte. Und so sind wir zu der Grenze gekommen. Wir wurden durch die polnische Polizei kontrolliert, die uns gefragt hat, wo wir waren. Es gab schon eine Kontrolle, diese Polizei wusste, wer wir sind. Wir waren schon kommunistische Aktivistinnen, bekannt eigentlich in Polen. Und wir haben gesagt, dass wir in Urlaub waren. Und ich habe sogar auch gesagt, glaube ich, ich bin nicht verpflichtet zu antworten. Ich komme nach Polen, meinem Lande zurück und das ist. Und die Polizei soll nicht fragen, was ich gemacht habe. Das ist keine seine, meine Freiheit ist, was zu machen, was ich will. Danach bin ich nach Warschau gefahren, Ewa ist nach Wrocław gefahren und sofort habe ich E-Mails geschrieben, Telefone gemacht zu der Linken in Frankreich. Kommunistische Partei, trotzkistische Partei NPA, Leute, die ich aus Mélenchon-Partei kannte, Gewerkschaften, alle Leute, die ich kannte, habe ich sofort informiert über die Lage in Odessa, weil wir auch Angst hatten, dass die Banderisten zurückkommen und die Leute wieder jagen und ermorden, weil das eigentlich passieren konnte. Das wollten sie machen, weil in der gleichen Zeit hat die Attacke auf Donbass stattgefunden. So eigentlich hatten wir alles Angst, dass die ukrainische Armee nach Odessa kommen wird und auch die Leute töten wird. Mit dem Militärischen, mit den Waffen, weißt du. Wir hatten eine sehr große Angst eigentlich darüber. Nicht nur, weil die Leute schon getötet wurden, aber dass mehr Leute, es waren Leute, die im Gefängnis waren, auch Leute, die eigentlich Opfer waren. Sie waren erstmal im Krankenhaus und danach zum Gefängnis. Bis heute weiß keiner exakt, wie viele Leute getötet wurden. 100, offiziell ist es 48, was genug ist. Aber die Familien der Opfer sagen mehr als 100. Eigentlich, es gibt Leute, die niemals gesehen wurden, weißt du, die eigentlich gekidnappt wurden, disappeared. Es gab keiner, der hat sie je gesehen. Und da habe ich die europäische Linke informiert und danach habe ich festgestellt, dass keiner interessiert sich. Und warum? Warum? Weil es schon eine Infiltration gab der französischen Linken. Es gab Leute, es gab einen Mann, ich werde den Namen sagen, es schert mich nicht, Zachar Popowicz. Dieser Mann, das war ein Aktivist aus einer sogenannten Gruppe Lewa Ukraina, sogenannte Linke Ukraine, Pro-Maidan Ukraine, so Pro-Maidan, Linke, die Pro-Maidan war, für den Maidan. Und dieser Mensch, er war ein bisschen bekannt in den polnischen Zirkeln der Linke. Einige Aktivisten aus Polen kannten ihn, aber mochten ihn nicht. Das war nicht ein Freund. Er ist Ende Mai 2014 nach Frankreich gegangen und hat alle Leute getroffen.
im NPA, bei den Trotzkisten, in der Kommunistischen Partei und auch Leute, die in höherer Position in der Partei Mélenchon. Das weiß ich aus guter Quelle, aus Leuten, die wirklich ihn gesehen haben. Ich kenne sogar den Mensch von NPA, bei dem Zahar Popowicz im Haus war. Und dieser Zahar Popowicz hat die französischen Leute, ich weiß nicht, ob er alleine war, aber er hatte gute Argumente und hat die französischen Leute, die Linke, überzeugt, dass dann, ja, Maidan, das ist vielleicht, aber es gibt einen positiven Maidan, einen guten Maidan. Und der gute Maidan, das ist Lewa Ukraine. Und die französische Linke muss den Maidan unterstützen und gegen den Donbass sein. Weil Donbass natürlich, das sind Leute, die extrem rechte sind, Zaristen, die eigentlich den Zar wieder wollen oder weiß ich was. Und alles wurde gemacht, damit eine ganz große Propaganda gegen den Donbass wurde gemacht. Und ich in Odessa, mit der Sache von Odessa, ich hatte keine Kraft, um meine eigenen Kameraden zu überzeugen, dass was in Odessa passiert wurde, ist ein Mord, dass die Leute sich nicht selbst getötet haben, dass sie wurden wirklich von den Banderisten ermordet. Und was haben die französischen sogenannten Kameraden geantwortet? Ah, eigentlich, es gibt keine Banderisten, das war die russische Polizei, die diese ermordet hat. Weißt du, diese solche Quatsch, solchen Blödsinn. Und danach... Warte. Ja, sag mal. Eine Mann aus Polen heißt Kowalewski. Ja, Zbigniew Marcin Kowalewski, ja. Er war immer pro-Banderist. An 80er Jahren schreiben Artikel, wo er schreibt, dass UPA, ukrainische ausländische Arma, das ist linke Guerilla, like Che Guevara Bewegung. Ja, der hat das in 2014 geschrieben. Ich wusste dann nicht, dass er... 80er Jahre und 80er das, in Polen. Das wusste ich nicht. In Polen. Ja, ich kannte Zbigniew Marcin Kowalewski und ich war sehr enttäuscht, weil ich wusste über seine Rolle in den guten Rolle in den vierten Internationale. Ich wusste, dass er war auch Freund von unseren Kameraden Trotzkisten aus Polen, August 80, die Gewerkschaft August 80 und die PPP, die polnische Arbeiterpartei. Wir hatten gute Freunde drinnen in diesen Parteien und ich war sehr enttäuscht und sehr überrascht. Ich war überrascht, wenn Kowalewski einen Artikel geschrieben hat, der sehr viel verbreitet wurde, dass eben Donbass, das sind Zaristen, das ist extreme Rechte und Banderisten, das ist eigentlich Linke, Banderisten sind Linke. Oder Unabhängigkeitskämpfer oder solche Sachen. Und ich war sehr enttäuscht und überrascht, weil dieser Artikel sehr viel Schlechtes gemacht hat. Er hat eben gemacht, dass die polnische Linke, Arbeiterpartei oder Gewerkschaft August 80 nicht den Donbass, obwohl die Kohle, die eigentlich Bergwerkarbeiter sind, die haben nicht unterstützt den Donbass, sie waren gegen den Donbass. Und auch das hat auch sehr viel Schlechtes, dieser Artikel von Kowalewski hat sehr Schlechtes in den Zirkeln der vierten Internationalen in ganz Europa, in der ganzen Welt Schlechtes gemacht. Weil viele Leute aus der französischen Linke, die eigentlich unbewusst sind, die nichts über Ukraine wissen, die nichts über Osteuropa wissen, die nicht wissen wollen auch, eigentlich ein bisschen Rassisten sind. Weißt du, warum französische Aktivisten so vieles über Palästina wissen und so wenig über Ukraine oder Russland? Weil sie eigentlich Rassisten sind. Das ist all dieses Stereotyp, weißt du, dass diese Barbaren aus dem Osten, die sind alle die gleichen, die mögen das alles, die ermorden sich jeden an den anderen. Das ist eigentlich eine Art Rassismus, weißt du. Diese Russophobie, das ist eigentlich eine Phobie gegen einen Rassismus gegen den ganzen Osteuropa. Und deshalb war das auch so schwierig,
den Leuten zu überzeugen, dass ja, schon in 2014 im Sommer, es gab, Israel hat Gaza-Attacke bombardiert. Aber es gab mehr Leute, zum Glück, auf der Demonstration für Gaza als für, an unserer Demonstration für Donbass. Über Donbass mussten wir uns rechtfertigen, dass es zivile Leute sind, die gebombt werden, dass Frauen und Kinder sterben. Wir müssten uns rechtfertigen und erklären, wo Donbass ist. Wo ist Donetsk? Wo ist Odessa? Nicht mal Odessa wussten die Franzosen, wo Odessa liegt. Obwohl Odessa eigentlich jumeliert ist mit Marseille. Und das ist eine eigentliche Zwillingsstadt mit Marseille. Und Franzosen wissen nicht, wo Odessa ist. Ich werde sagen, dass ich bin Gastarbeiter und ich arbeite 6 Jahre mit LKW-Fahrer und jeden Tag ich habe Gespräche mit Fahrern aus Ukraine, aus Weißrussland, aus Romania, aus andere Länder in Mitteleuropa. Und ich werde sagen, dass für französische Leute und für Westenleute, französische, englische, deutsche, ist Pogarda. Verachtung Verachtung für alle Leute, alle Gastarbeiter aus dem Osten, Ostenlandes. Ja, es gibt eine Verachtung, wir werden verachtet. Und, ja, und 2022 für dich Ukraine, ale ich liebe Ukraine und bevor ich... Ja, vor der speziellen Operation, es gab Ukraine für die Franzosen nicht und plötzlich müssen alle Franzosen jetzt die Ukraine lieben, obwohl sie nicht mal wissen, wo sie ist. Ja, ich sage dir, fragt die Leute hier, ich bleibe aus Paris, in einem kleinen Stadt. Ich bin mir sicher, dass mehr als die Hälfte der Einwohner nicht weiß, wo die Ukraine ist. Das bin ich mir sicher. Obwohl der Bürgermeister 2 ukrainische Fahnen auf dem City Hall gemacht hat. Ja, und so war es mit der Linken. Es gab Leute, die uns geholfen haben, aber es waren Aktivisten aus Griechenland oder aus Bulgarien, so wie Konstantina Kuneva zum Beispiel, die Abgeordnete war aus Syriza, aber die ist aus Bulgarien, die hat mir geholfen. Wir haben Versammlungen gemacht im Europäischen Parlament mit einigen Abgeordneten auf Deutschen aus Die Linke, wie André Junko, wie Inge Höger auch. Da haben wir Versammlungen gemacht mit ukrainischen Kommunisten aus der ukrainischen Partei, die verboten wurde. Wir haben versucht, eigentlich den Bewusstsein zu erwecken über das, was passiert in Europa und dass das ein richtiger Krieg ist. Krieg von den Banderisten gegen Leute im Donbass. Da haben wir versucht, alles zu erklären und etwas um die Gerechtigkeit in Odessa, um damit ein internationales Verfahren stattfindet gegen diese Kriminellen, die 100 Leute ermordet haben. Aber wir konnten nichts machen, siehst du. Ich bin nach Odessa zurückgegangen in 2015 zu der ersten Demonstration, die erinnerte am 2. Mai. Aber es war gefährlich für mich. Schon im 2015 war ich beobachtet bei den Banderisten. Es gab sogar Banderisten in meinem Hotel und ich musste sehr schnell weglaufen und nach Russland gehen. Und danach wollte ich zurück nach Odessa die Freunde besichtigen in 2018, aber ich konnte nicht mehr, weil jetzt ich habe ein Eintrittsverbot in Ukraine. Und sowieso, ich denke, dass für mich, es ist sehr gefährlich für die Leute, die etwas
für die Freiheit in Ukraine machen, nach Ukraine zu fahren, weil sonst werden wir getötet bei den Banderisten eigentlich. Und wir sind nicht mal sicher in unseren eigenen Straßen, jetzt in unseren Städten. Weil schon seit 6 Jahren gibt es die Banderisten hier, weißt du, im Westen, in Polen. Es ist eigentlich ein, wie sagt man das, dass wir noch lebendig sind. Ich denke mir manchmal, ob wir weiter lebendig werden. Und so ist es. Deshalb, als die spezielle Operation startete, eigentlich, ich war froh. Ich dachte mir, endlich wird es Gerechtigkeit geben. Endlich werden die Banderisten aufhören, Donbass zu bombardieren. Und ich war eigentlich überhaupt nicht überrascht, als das startete. Die Franzosen waren überrascht, aber wir nicht. Wir haben sogar ein Video in 2019 gemacht auf Polnisch über die Frage der Donbass in Ukraine. Ich habe das Video wieder gefunden. So. Für Polen Leute, Bandera ist sehr. Ist der Angst. Ja, der macht Angst, ja. Ich tote 100.000 Polen aus Wołynien. Ja. Und, die Polen kennen, wer Bandera ist, aber ja. Die Franzosen wussten nicht. Deshalb ist es einfach, ihnen die Propaganda aufzumachen auf dem Kopf, ihnen den Kopf zu waschen, weil die. Jetzt, wenn jetzt die französischen Medien sagen, dass Bandera ein Unabhängigkeitskämpfer war, da die Franzosen sehr wenig über den Zweiten Weltkrieg wissen, das ist sehr einfach, denen das zu glauben, weißt du, dass das unangenehm ist. Das ist sehr traurig, dass die polnische Regierung unterstützen militärischen Banderisten. Ja, das ist sehr schlecht. Und das ist sehr schlecht für den polnischen Volk. Ja. Während wir unser Gespräch aufzeichnen, ist die Bombardierung des Gazastreifens noch im Gange. Während das 28-tägigen Krieges in Palästina nachhört, sich die Zahl der zivilen Opfer der 9000 Marke und die gleiche Anzahl an Zivilisten starb in der Ukraine während der 565-tägigen Sonderoperation. Können Sie uns erklären, warum westliche Eliten mit toten ukrainischen Zivilisten sympathisieren und gleichzeitig die Bombardierung von Zivilisten in Gaza rechtfertigen? Ja, das ist der gleiche Rassismus, weißt du. Das ist der Rassismus. Kannst du dir erinnern, dass seit 80 Jahren, fast 80 Jahren, Israel gibt es seit fast 75 Jahren, seit allen diesen Jahren die französischen Medien und sogar viele prominente Leute aus der Intelligenz haben immer gesagt, ja, aber Israel, das ist die einzige Demokratie in Mitteleuropa, im Mittelosten, Nahen Osten, das ist der Nahe Osten. Wie kann man sagen, dass es eine total militaristischer Staat, der nur auf seinem Militarismus basiert, eine Demokratie ist? Und ja, seit Jahren ist das wiederholt. Obwohl eigentlich Palästina, die kleine Cisjordanie, eigentlich auch demokratisch ist. Was die Araber machen, das zählt niemals, weißt du. So wie die Osteuropäer. Alles, was wir machen, das zählt nicht. Wenn die Araber etwas Positives machen, das zählt niemals. Der Westen kongratuliert sich selbst eigentlich. Jetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, jetzt sagen die Leute aus dem Westen, ja, Israel, die Juden sind eigentlich Westler. Und da die Juden, jetzt, die sogenannten Juden aus Israel, jetzt Westler sind, das sind unsere Leute. Das ist der westliche Rassismus eigentlich. Westlicher Rassismus ist also für Diskussion zum Zweiten Weltkrieg.
Das ist große Tragödie, der Holocaust und 6 Millionen jüdische Leute Toten. Ich werde sagen, dass an Sowjetunion, das ist 27 Millionen Menschen getötet und niemals in westlichen Medien. Das wurde gesagt, ja. Und die westlichen Medien sagen niemals, dass die einzige Stadt, der Juden gerettet hat, das war Sowjetunion. Und die französischen Medien sagen niemals, dass der französische Regierung von Vichy französischen und ausländischen Juden den Hitler gegeben hat. Das alles wird niemals gesagt. Und natürlich, da die Leute auch ihr eigenes Wissen über den Zweiten Weltkrieg wirklich sehr niedrig ist in Frankreich, das ist alles sehr einfach, das alles zu rechtfertigen. Natürlich, man kann sagen, dass es eine größere Minderheit, arabisch sprechende Minderheit in Frankreich gibt und das Bewusstsein über Palästina in den proletarischen Schichten größer ist in Frankreich. Das ist normal. Aber das Problem sind die Medien, dass niemals wird es über Osteuropa gesprochen positiv. Wir sind immer die Barbarier, die Probleme, wir bringen Probleme, so wie Polen mit Danzig Probleme schon gebracht hat, nicht wahr? Und jetzt denke ich, dass die, also das war wirklich, es gibt ein Parallel mit Gaza und mit Donbass, weil im Sommer 2014, wir waren zwei Demonstrationen am Republikplatz in Paris. Es gab die Demonstration gegen die Bombardierung von Gaza und es gab die Demonstration, die ich organisierte mit linken Russen organisiert habe, gegen die Bombardierung von Donbass. Es gab natürlich mehr Leute, mehr auch linke Leute, linke Aktivisten in der Demonstration gegen die Ermordung von Gaza. Aber wir haben versucht, eben zusammen zu sprechen und es war möglich, zusammen zu sprechen. Und das Problem ist, dass die Linke, die französische Linke, niemals, niemals den Donbass unterstützt hat. Niemals. Nur, also einige Aktivisten, war wirklich eine sehr, sehr kleine Minderheit in der französischen kommunistischen Partei, so wie Marianne Dunlop und Daniel Bleitrack, auch unser Professor Bruno Dwenski, aber wir sind wirklich eine Minderheit. Über Gaza es gibt mehr Informationen. Und wir sehen jetzt, wie das weitergeht, dass eigentlich Israel hat sich total, wie sagt man, dekredibilisiert. Leute sehen jetzt, dass Israel eigentlich der Aggressor ist. Und lange Zeit, das war wirklich schwierig, das zu erklären. Wirklich schwierig. Ich denke, dass heute die Situation ist anders. Dass mehr Leute an Linken weiß Ukraine Faschisten. Und da kommen wir zurück zu den gelben Westen. Was interessant ist, ist, dass da die gelben Westen so reprimiert waren, die Leute, die gelben Westen gemacht haben, und das war eine breite Bewegung, diese Bewegung hat mehr als hunderttausende Leute bewegt, weil es gab die Bewegung gab es nicht nur in Paris, aber in allen Städten eigentlich, in allen Regionen in Frankreich. Die Leute aus den gelben Westen glauben den Medien, die Medien nicht mehr. Und die haben ihre eigenen Medien im Internet gemacht. Und es war einfacher, eben den Leuten zu erklären, die Lage im Donbass, als die Spezialoperation startete. Wir haben eine sehr, sehr große Arbeit von Reinformation gemacht. Wir haben alle Informationen, alle Kontakte, alle Seiten, die wir kannten über die wirkliche Lage von Ukraine, habe ich auch den Gelben Westen gegeben. Und jetzt sehr viele Leute eigentlich bewusst sind, was passiert in Ukraine. Mehr. Und ich bin sogar überrascht, dass das nicht so schwierig war, weißt du. Dass das eigentlich schneller geht, weißt du. Schneller geht. Dass der Bewusstsein ist Klassenbewusstsein, geopolitischer Bewusstsein eigentlich schneller weitergeht, als ich dachte. Gelbe Weste sagen, dass BFM TV, das ist Lügenpresse,
und ihr attackiere BFMTV und Journalisten aus anderen Korporationen französischen Media. Oder die Media iranische Press TV, russische RT. Ah, Russia Today war wirklich sehr, sehr wichtig in Frankreich. Sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, für den Gelben Westen. Und Journalist mit Russia Today, willkommen. Ja, und gleich. BFMTV Nein, raus. Raus, ja, weil sie, also BFMTV wird sogar als Prostituierte beschimpft. Und Russia Today war immer willkommen, weil Russia Today wirklich gute Lives, gute Reportagen über die Gelben Westen gemacht hat. Und jetzt Russia Today ist verboten in Frankreich. Und ich möchte sagen, dass Macron war verboten, hatte verboten RT, bevor Ukraine-Krieg. Ja, Russia Today, gleich vor dem Krieg. Ja, für die wegen dem Gelben Westen, oder? Nein, bei dem Krieg. Wenn der spezielle Operation startete. Wenn die spezielle Operation startete, Ursula von der Leyen verboten russische ja. Media und ganz Europäische Union. Ja. Oder Macron macht das bevor. Hat das vor dem Krieg gemacht, ja. Vor der speziellen Operation gemacht, ja. Nicht verboten oder nicht Einladung in Presskonferenz. Ah, ja, der hat sie diskriminiert, marginalisiert und diskriminiert, ja, immer. Aber wir haben Journalisten aus Russia Today auf der Straße getroffen bei den Gelben Westen. Sie waren immer da, aber jetzt ist es wirklich schwierig, sie zu sehen. Die Polizei attackiert Journalisten. Ja, aus Russia Today, ja. Ja, so haben wir uns euch erzählt, was wir so gemacht haben. Wir hoffen auch auf gute Kontakte, auf eure Kommentare. Wir wollen Kontakte knüpfen, ja, damit wir die neuen bolschewistischen Revolution machen. Ich habe Sag mal. Fragen. Schnell. Ja, ich glaube, dass du alle Fragen schon gemacht hast. Ja, nein. Noch nein. Fragen? Niemals müde. Abschließend möchte ich Sie bitten, noch ein paar Worte zu Polen zu sagen. Ah. Ich denke, wenn deutsche Genossen unsere Filme sehen, dann deshalb, weil sie etwas über Polen erfahren wollen. Können Sie uns sagen, warum die Polen so in den Westen, insbesondere in die USA, verliebt sind? Warum es so viel Hass gegen Russland gibt? Und warum die kommunistische Bewegung in Polen praktisch nicht existiert? Und vor allem möchte ich herausfinden, was man tun kann, um das zu ändern, damit Polen eines Tages wieder ein sozialistisches Land sein wird. Ja, das muss man ein großes Video machen. Ich bin so müde. Anderen Tag. Das wird ein anderer Tag, ja, weil ich so müde bin. Danke, Monika, für das interessante Gespräch. Das nächste Mal werden wir nur zu einem Thema ein Video aufnehmen, das wir genauer besprechen werden. Abschließend appelliere ich an die Verbreitung dieses Films unter deutschen Genossen, denn unser Hauptziel ist die Zusammenarbeit mit den Kommunisten aus Deutschland. Wir folgen dem Internationalismus von Rosa Luxemburg, die sowohl in der polnischen als auch in der deutschen kommunistischen Bewegung eine sehr wichtige Rolle spielte. Ja, danke. Danke, Kamerad.